Seit 10 Jahren gibt es in den USA und auch in Teilen Europas Amber Alerts. Das ist eine Organisation in den Niederlanden, die versucht zu helfen, vermisste Kinder, die vielleicht auch entführt wurden, so schnell wie möglich zu finden. Ja, und das funktioniert multimedial in Absprache mit der Polizei, mit Bildern vom Kind und Informationen wird dann versucht, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Amber Alert ist erfolgreich. Zuletzt konnte ein polnisches Kind von deutschen Ermittlern gerettet werden. Der Entführer gefasst, das Kind in Sicherheit. Es war ein schneller Erfolg der Polizei bei Friedland. Entführt worden war das Mädchen wenige Stunden zuvor in Polen. Und dort hatte es kurz nach dem Verschwinden des Kindes eine große öffentliche Fahndung gegeben. Für die Experten von Amber Alert ist dieser Fall das jüngste Beispiel für die Bedeutung solcher Systeme, wenn Kinder vermisst werden. Die polnische Polizei unterstützt unsere Organisation. Wir haben ein gutes Verhältnis zu ihr. Als das Kind entführt wurde, haben sie uns kontaktiert, um zu erfahren, was wir zur Unterstützung der Fahndung tun können. Im niederländischen Beek bei Maastricht ist die Zentrale von Amber Alert. Wie groß der Anteil bei der Rettung von Maya ist, es ist eigentlich egal. Amber Alert gibt es seit 10 Jahren und sie sind erfolgreich. Zum Beispiel hier in den Niederlanden hat bei Amber Alert in 76% der Fälle Amber Alert dafür gesorgt, dass das Kind ganz schnell zurückgefunden ist. Amber Alert stellt die Technik, die Polizei entscheidet, was sie für die Öffentlichkeitsfahndung nutzt. Sie schaltet lokale oder regionale Suchmeldungen, etwa in Bussen oder auf Werbebildschirmen, dazu Hinweise in sozialen Medien oder Banner in Mobilfunk-Apps. Es geht bis hin zu landesweiten Suchaufrufen, zusätzlich in Radio und Fernsehen. Ein nationales Amber Alert gibt es 1 bis 2 Mal pro Jahr und ungefähr 100 Mal pro Jahr werden Teile des Systems verwendet für vermisste Kinder. 17 europäische Länder nutzen diese Frühwarnsysteme bereits, Deutschland nicht. Das Landeskriminalamt in Düsseldorf verweist auf die alleinige Zuständigkeit der Polizei für Vermisstenfälle und die Rechtslage. Wir müssen dazu einen richterlichen Beschluss haben zur Verbreitung eines Bildes zur Öffentlichkeitsfahndung. Das heißt, die Kollegen müssen einen entsprechenden Bericht fertigen. Der geht an die Staatsanwaltschaft. Dort findet eine juristische Prüfung statt. Und wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, sich diesem Bericht anzuschließen, dann wird ein entsprechender Antrag geschrieben. Und letztendlich muss ein unabhängiger Richter darüber befinden, ob dieses Bild in die Öffentlichkeit gebracht wird, ob mit diesem Bild nach einer Person gesucht werden kann. Großer Aufwand in einer Situation, in der jede Minute zählt. 3 Stunden haben die Fahnder Zeit, dann schwinden die Chancen, ein tatsächlich entführtes Kind unversehrt wiederzufinden. Kriminologen haben das herausgefunden. Den Fahndern müssen alle Instrumente, sagt Charlie Hedges, daher schnell zur Verfügung gestellt werden. Die Polizei hat die Experten. Sie sind verantwortlich für die Ermittlungen. Sie sollten alle Möglichkeiten erwägen, ein Kind so schnell wie möglich wiederzufinden. Amber Alert bietet zusätzlich technische Möglichkeiten an, wenn nötig. Die Entführung des Mädchens in Polen hat gezeigt, dass es im vereinten Europa auch bei Entführungsfällen entscheidend sein kann, dass schnell auch international gefahndet wird. Der gefasste Täter war einschlägig vorbestraft. Eine schnelle Beteiligung der Öffentlichkeit, lokal, regional, kann aber auch helfen, wenn Kinder trödeln, sich verlaufen haben, sagt Hedges. Denn es gehe nicht nur um Fälle, es gehe auch um die Menschen, die sorgenvoll zu Hause warten.